Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um 5 Gründe, warum jeder Fotograf Lightroom nutzen sollte. Ich werde von Adobe dafür nicht bezahlt, dass ich das jetzt hier mache, sondern es geht einfach darum, dass dieses Programm extrem cool ist. Und außerdem gibt es ab Freitag einen neuen Videokurs, wo es komplett um Lightroom geht. Das heißt, ich erkläre dir das Programm wirklich von A bis Z. Das ist gerade für die Anfänger was, aber auch für die Fortgeschrittenen wird da das ein oder andere noch mit dabei sein, was vielleicht nicht jeder kennt. Von daher, Freitag 20 Uhr auf www.stefanschäfer-store.de mal vorbeischauen, da geht's los und es gibt natürlich auch gerade am Anfang einen Einführungsrabatt. Jetzt lass uns mit dem Video starten, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Grund Nummer 1 ist die Verwaltung. Du kannst nämlich in Lightroom nicht nur deine Fotos bearbeiten, sondern auch organisieren, verwalten und hin und her schieben und natürlich auch bewerten, nach Fotos suchen und so weiter. Das ist sehr, sehr cool und da möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, was damit gemeint ist. Du hast hier auf der linken Seite im Bibliotheksmodul hier deine ganzen Ordner, wo du die Fotos importiert hast. Importieren bedeutet an dieser Stelle allerdings nicht, dass diese Bilder nochmal in einem Lightroom-Katalog gespeichert werden, sondern es ist nur eine Referenz auf diese Fotos. Die Fotos an sich sind auf einer externen Festplatte in meinem Fall jetzt gespeichert und sie werden nur verlinkt in diesen Lightroom-Katalog. Das bedeutet, es gibt keinen extra Speicherplatz, der da verschwendet wird, sondern es bleibt wirklich bei der einen RAW-Datei. Selbst wenn wir virtuelle Kopien erstellen und so weiter, dann verbraucht das auch keinen weiteren Speicherplatz. Wir können dann auch hingehen und Stichwörter in die Fotos reinsetzen. Das heißt, ich kann dann auch nach bestimmten Stichwörtern suchen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier dieses Foto mit dem Stichwort Dubai versehe und dann nach Dubai suche, dann finde ich alle Fotos, die dieses Stichwort haben. Ich kann Fotos auch bewerten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel dem Foto mal 3 Sterne geben, indem ich hier einmal auf die Zahl 3 auf der Tastatur einfach drücke. Und dann kann ich jetzt hier auch dann im Nachhinein nach Fotos suchen, denen ich 3 Sterne vergeben habe. Das ist sehr, sehr cool und sehr, sehr mächtig. Also du kannst in Lightroom deine Fotos wirklich komplett organisieren und nicht nur bearbeiten. Grund Nummer 2 ist das Synchronisieren von Fotos. Das bedeutet, ich muss nur ein Foto bearbeiten und wenn ich dann mehrere Fotos davon habe, die ich in dem gleichen Stil bearbeiten möchte, kann ich einfach einmal auf Synchronisieren drücken und alle Arbeitsschritte, die ich an diesem einen Foto gemacht habe, werden automatisch auf alle anderen Fotos übernommen. Das ist sehr, sehr cool, da es sehr viel Zeit spart. Wir müssen nicht in jedes einzelne Foto reingehen und das neu bearbeiten, sondern wir haben die Möglichkeit, hier wirklich ein Foto zu bearbeiten, das als Referenz zu nehmen und dann alles Weitere auf alle anderen Fotos zu kopieren. Ich kann das jetzt einfach mal zeigen. Ich habe jetzt hier ein Foto bearbeitet und habe ganz viele Fotos hier hintereinander gemacht. Und die hier sind alle noch unbearbeitet und ich möchte daraus eine kleine Timelapse machen und von daher werde ich jetzt hier einfach mal dieses Foto hier nehmen, mit gedrückter Shift-Taste all diese Fotos hier anwählen und dann hier einmal auf Synchronisieren klicken und dann hier alles auswählen, nochmal synchronisieren und fertig ist das Ganze und wir haben jetzt alle Fotos hier wirklich mit der gleichen Bearbeitung. Wenn ich jetzt hier mal reinklicke, dann siehst du, dass auch dieses Foto genauso bearbeitet ist wie alle anderen. Also wir haben jetzt hier wirklich an allen Fotos genau die gleiche Bearbeitung und das ist genau das, was wir wollten. Der dritte Grund ist das nicht destruktive Arbeiten in Lightroom. Das heißt, wenn ich ein Foto bearbeite, habe ich die Möglichkeit, jeden einzelnen Bearbeitungsschritt zu jeder Zeit einfach wieder zurückzunehmen, ohne dass ich dann hier meine komplette Bearbeitung verliere. Du kennst es vielleicht aus Photoshop, wenn du destruktiv arbeitest. Das bedeutet, mehrere Ebenen übereinander hast und dann vielleicht den ersten Bearbeitungsschritt wieder wegnehmen möchtest, dann musst du alle anderen Ebenen, die du dann erstellt hast, auch erst wieder löschen. Und das hast du hier in Lightroom nicht. Das heißt, ich kann hier jeden einzelnen Regler, wann ich möchte, zurücknehmen oder auch wieder mit hinzufügen. Und das ist eine sehr, sehr coole Variante und das Ganze macht es auch wesentlich einfacher. Der nächste Grund ist auch direkt die Einfachheit in Lightroom. Das bedeutet, dieses Programm ist perfekt geeignet für Einsteiger in der Fotografie. Du hast nämlich hier wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr schnell sehr gute Ergebnisse zu erzielen mit diesem RAW-Converter, der hier mit eingebaut ist und musst nicht mit komplizierten Ebenen oder Ebenenmasken arbeiten, sondern du hast hier wirklich die Möglichkeit, direkt zu sehen, was passiert. Du hast hier verschiedene Regler, die du hin und her schieben kannst und das macht das Ganze für Einsteiger besonders attraktiv, weil man halt sich nicht erst ewig in das Programm reinfuchsen muss, sondern die Bezeichnungen der einzelnen Regler geben eigentlich schon relativ gut vor, was du dann jetzt hier eigentlich machst.
Der fünfte und letzte Grund ist für mich besonders wichtig, denn ich habe dir jetzt hier gerade eben schon gezeigt, mit diesen Reglern kannst du ja schon eine ganze Menge machen, aber das ist immer alles komplett auf das gesamte Bild angewendet. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Belichtung ändere, dann ändere ich wirklich die Belichtung in dem gesamten Foto. Das bedeutet, wir arbeiten hier global auf diesem Bild. Es gibt aber auch in Lightroom die Möglichkeit, und nicht nur in Photoshop, auch lokal zu arbeiten. Das bedeutet, wir haben jetzt hier oben verschiedene Werkzeuge, mit denen wir partiell in das Bild verschiedene Sachen bearbeiten können. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Pinsel nehme, dann kann ich jetzt hier in diesen ganzen Einstellungen meinen Pinsel verändern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Belichtung verändern, möchte ich in dem Fall aber mal nicht, sondern ich möchte jetzt mal die Klarheit erhöhen. Und dann werde ich einfach mal, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen doller, einfach mal in den Himmel hier reinmalen und genau an dieser Stelle hier male ich jetzt Klarheit in das Foto rein. Aber das halt wirklich gerade nur im Himmel und nicht in dem restlichen Bild. Wenn ich jetzt hier mal ein Vorher-Nachher mache, dann wirst du sehen, dass das hier wirklich nur hier oben gerade in den Wolken passiert ist. Ich kann das hier auch hier nochmal zeigen, wo ich gerade gemalt habe. Wirklich nur hier. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil von Lightroom. Damit gleicht es sich auch Photoshop immer mehr an und macht Photoshop auch immer weniger nötig. Das waren mal 5 Gründe, warum jeder Fotograf Lightroom nutzen sollte. Du kannst es dir einfach mal anschauen, dieses Programm, wenn du es noch gar nicht hast. Ansonsten alle Anfänger, wie gesagt, fuchst euch in das Programm mal so ein bisschen rein. Am Freitag um 20 Uhr kommt dazu mein großer Videokurs raus und ich hoffe natürlich, dass du da auch mit am Start bist. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, wie immer natürlich einen Daumen nach oben geben, kommentier unten auch in den Kommentaren, falls du noch Fragen dazu hast oder Anregungen und so weiter. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast, den Kanal auch zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!